Wasserkraftwerke sind praktisch. Sie produzieren zuverlässig und effizient grünen Strom. Aber wo Wasser ist, sind auch Fische und andere Lebewesen. Und für die ist so ein Kraftwerk ein scheinbar unüberwindbares Hindernis. Zum Glück gibt's einen Weg daran vorbei. Und den habe ich mir angeschaut. Direkt an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Salzburg und Freilassing, liegt das Wasserkraftwerk Rott. Eine Grenze bildet auch die rund 50 Meter breite Staumauer, nämlich für die Fische. Eine Umleitung kennt er, Thomas Burger. Ein Fisch realisiert das über die Fischtreppe. Also er schwimmt unten rein, dann geht es über Serpentinen hoch, parallel zum Kraftwerk entlang. Und oben kann er dann ins Stausee, also ins Oberwasserbecken, wieder rausschwimmen. Klingt eigentlich einfach. Und das ist es auch. Aber es gibt einen Haken. Im Vergleich zum riesigen Kraftwerk ist der Eingang zur Fischtreppe winzig. Wie finden die Fische also ihren Weg? Also ein Fisch hat rund um seinen Körper Strömungssensoren. Mit den Strömungssensoren kann er detektieren, wo ist die Strömung am höchsten. Und man schaut immer, dass man in der Fischtreppe ein bisschen höheres Niveau hat als wie im Unterwasserbereich. In dem Fall generieren wir immer 15 cm mehr Wasser, generieren dadurch mehr Strömung am Auslauf der Fischtreppe. Und der Fisch findet automatisch über die Strömungssensoren in die Fischtreppe hinein. Und dann kann er eben nach oben wandern, weil das in seiner Natur liegt, dass ein Fisch nach oben wandert. Und somit schafft man das, dass er ins Oberwasser kommt. Für die Fischtreppe selbst gibt es viel Gestaltungsspielraum. Hier beim Kraftwerk Rott müssen die Fische zunächst durch eine technische Fischtreppe. Also sprich, da sind immer Mauern einbetoniert in den Fischpass selber, dass sie ein Kehrwasser einstellt. Das braucht der Fisch, wenn der Mensch große Wanderungen macht, irgendwo auf den Berg rauf, muss auch Pausen machen. Und sprich, mit den Mauern, da stellt sie in einer Kehrwasser ein. Da kann sich der Fisch ausrosten, Nahrung zu sich nehmen und dann, wenn es ihm wieder gut geht, genug Energie hat, steigt er weiter auf ins Oberwasser. Von kahlen Betonbecken ist dieser Bau aber weit entfernt. Man hat Slots, die sind auf dem Huchen ausgelegt, der größte Fisch in der Saalach oder Salzach. Nachdem wird der bemessen, die Abstände der Mauern im Fischpass, also die Slotabstände werden nach denen ausgerichtet. Dann muss auch die Sohle, also der Beckenboden, natürlich der Saalach oder dem Gewässer nachempfunden werden. Also sprich, da wird geschaut, was kommt in der Saalach vor für Gestein. Das wird dann da in der Fischtreppe auch nachgeahmt, dass der Fisch sich so wohl wie möglich in einer Fischtreppe fühlt. Und richtig wohl fühlen sich die Fische dann im naturnah gestalteten Bereich der Fischtreppe. Ein Bach, ein neuer Lebensraum, nicht nur für die Fische. Nach einem weiteren kurzen technischen Abschnitt ist das Ziel erreicht, das Oberwasser. 10 Höhenmeter haben die Fische hier schlussendlich zurückgelegt und können munter weiterschwimmen. Bis zum nächsten Kraftwerk und zur nächsten Fischtreppe in Lehen. Also die Vielfalt von Fischen und Tieren, die was die Fischtreppe benutzen, haben wir in Lehen recht gut nachweisen können. Also in Lehen hat man bis zu 18 verschiedene Fischarten gemonitort. Das geht von der Bachforelle zum Hucher, zur Esche, über zum Biber, zum Otter. Und weil in Lehen alle Fische auch an einer Kamera vorbei müssen, gibt es jetzt hier einen kleinen Einblick unter Wasser. Einen Fisch haben wir noch gesehen. Einen kleinen, rosaroten Exoten. Weil der aber nicht besonders gut schwimmen kann, haben wir mit ihm nur den Weg Fischtreppe abwärts getestet. Im Unterwasser war dann Endstation und wir haben den Fisch wieder herausgefischt. Ein Plastikfisch hat schließlich nichts in der Saalach verloren. Übrigens, als die ersten Wasserkraftwerke gebaut worden sind, hat es noch keine Fischtreppen gegeben. Und man hat sich dann später gewundert, warum der Fischbestand auf einmal zurückgeht. Heute wird das bei jedem Kraftwerksbau von Anfang an mitbedacht.